Ich bin Karl Olsberg und ich freue mich, beim Weltbild Kinderbuchfestival dabei sein zu dürfen, um euch mein neues Buch vorzustellen, das zusammen mit dem Illustrator Philipp Ach entstanden ist. Es heißt Das Dorf gestrandet auf der Smaragdinsel. Vielleicht könnt ihr schon sehen, dass es in diesem Buch um die Welt von Minecraft geht. Zumindest erkennt man das vielleicht so ein bisschen an dem Creeper da im Hintergrund. Und so ist es natürlich auch. Vielleicht kennen einige von euch auch schon meine Buchreihe Das Dorf, von der es inzwischen schon 21 Bände gibt. Der erste sieht so aus oder auch so. Da gibt es zwei verschiedene Ausgaben von, ist aber beides der gleiche Inhalt. Und falls ihr die schon kennt, dann darf ich euch sagen, ja, das Dorf, um das es in dieser Geschichte hier geht, ist das gleiche wie auch das Buch Das Dorf in meinen Büchern. Mit vielen Figuren, die auch in diesem Buch hier vorkommen. Aber es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Der erste und wichtigste Unterschied ist, dass dieses Buch hier nicht wie meine anderen Bücher nur aus Text besteht, sondern mit ganz, ganz vielen tollen Bildern versehen ist. Hier seht ihr zum Beispiel eins oder auch hier. Und ich werde euch gleich noch mehr, während ich die Geschichte vorlese, zeigen, um euch so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie toll das Buch illustriert worden ist. Es gibt hier also viel zu sehen und nur relativ wenig Text. Das ist vielleicht gerade für diejenigen spannend, die gerne auch Comics oder Graphic Novels lesen und nicht so gerne lange Fließtexte lesen. Aber auf jeden Fall macht es auch sehr viel Spaß, das Buch zu lesen, weil die Illustrationen eben wirklich toll sind und einem ein sehr gutes Gefühl dafür geben, wie diese Minecraft-Welt aus der Sicht der Dorfbewohner aussehen kann. Der zweite wesentliche Unterschied ist, dass die Hauptfigur in diesem Buch nicht Primo ist, der Dorfbeschützer, der immer wieder in Abenteuer verwickelt wird, sondern sein Sohn Nano. Nano hat eine beste Freundin im Dorf, nämlich Muffy. Die beiden verstehen sich an sich ganz gut, streiten sich aber auch gerne mal, weil Nano gerne Unsinn macht und Muffy immer findet, dass er das ein bisschen übertreibt mit diesem Unsinn. Nano sieht das natürlich anders und so kommt es hier nun wieder mal zu kleineren Meinungsverschiedenheiten. Und natürlich gibt es in diesem Dorf noch mehr Bewohner, die ihr vielleicht auch aus den anderen Dorfbüchern schon kennt. Da gibt es zum Beispiel Nanos Eltern, Primo, den Dorfbeschützer, und seine Frau Golina, die, wie Nano findet, immer ein bisschen streng ist als Mutter. Dann gibt es natürlich auch Muffys Eltern, insbesondere Kolle, der so eine Art Superkraft hat, der sehr stark wird, wenn er wütend wird. Und es gibt eine ganz wichtige Figur, Birta, die Gehilfin von Priester Magolos. Birta ist die Dorflehrerin, und wie ihr gleich sehen werdet, gerät Nano mit der ganz besonders häufig mal aneinander. Und dann gibt es auch noch andere Figuren, wie zum Beispiel den Golem Asimov, den wir auch gleich noch erleben werden. Aber fangen wir einfach mal direkt mit der Geschichte an. Im Dorf am Rand der Schlucht geht alles seinen gewohnten Gang. Und das bedeutet, die Dorfbewohner gehen ihren Tätigkeiten nach und Nano und Muffy sind in der Schule. In diesem kleinen Dorf gibt es auch eine kleine Schule und die wird von Birta geleitet. Und was macht Birta? Sie schimpft mit Nano. Das ist das, was sie meistens macht. Nano, hör sofort auf, den Unterricht zu stören! Naja, irgendwann ist die Schule vorbei und Nano und Muffy sind froh, dass das so ist. Wenn du so weitermachst, bekommst du wieder Ärger mit deinen Eltern, Nano, mahnt Muffy. Nano findet aber überhaupt nicht, dass er sich falsch verhalten hat. Aber Birta nervt voll, erklärt er. Ja, schon. Da muss ich ihm mal viel Recht geben. Aber Birta ist nun mal die Gehilfin von Priester Magolos. Wir müssen tun, was sie sagt. Ha, sagt Nano. Mein Vater tut auch nicht immer das, was Magolos sagt. Da hat er allerdings recht und deswegen hat Primo auch schon einigen Ärger mit seinem Priester bekommen. Und so ist es auch gar kein Wunder, dass hier weiterer Ärger ansteht. Aber zunächst mal verläuft es ganz harmlos, denn die beiden begegnen einer sehr freundlichen Figur, dem Golem Asimov. Asimov ist im Unterschied zu anderen Golems, die ihr vielleicht aus Minecraft kennt, intelligent durch ein kleines Missgeschick der Hexe Runa, was in einer meiner Geschichten erzählt wird,
er entwickelt einen intelligenten Verstand, kann sprechen und sich mit den Dorfbewohnern unterhalten. Und er ist aber immer so ein bisschen genervt davon, wie unlogisch die Dorfbewohner so sind und was sie alles für einen Unsinn verzapfen. Asimov hat eine besondere Freundin, die Katze Mina, die macht es sich mal auf seinem Kopf gemütlich, weil es da oben so schön warm ist und weil sie dort vor allen Dingen sicher ist vor Paul dem Wolf. Paul ist der Hund, wenn man so will. In Minecraft sind Wölfe, ja, gezähmte Wölfe, sowas wie Hunde. Ist also der Hund von Nanos Vater Primo und dementsprechend auch Spielgefährte von Nano immer wieder. Und natürlich hasst er die Katze Mina und versucht immer wieder an Asimov hochzuspringen und sie zu erwischen. Und das findet Asimov wiederum gar nicht gut. Das kann man hier in dieser kleinen Illustration schon ganz gut erkennen. Als allerdings Nano diesen Golem sieht, da kommt ihm eine ganz andere Idee. Und man sieht ja an dem Gesichtsausdruck von Muffy, dass sie schon ahnt, wenn sie Nano so sieht, dass er wieder irgendwelchen Unsinn ausheckt. Und natürlich ist das auch so. Ha, ich weiß, wie ich Birte ärgern kann, ohne dass ich erwischt werde. Da ist er sich ganz sicher. Und ihr seht ja, an was er denkt, nämlich an einen Schneegolem. Das hast du letztes Mal auch gesagt, als du das Schwein in Birtas Haus getrieben hast, stellt Muffy fest. Und man kann sich schon vorstellen, dass das nicht ganz so glimpflich ausgeht, wie sich das Nano hier vorstellt. Er lässt sich aber nicht davon abbringen und geht in die Bibliothek von Muffys Großvater Nimrod. Und dort findet er auch, was er sucht, nämlich ein Buch darüber, wie man Schneegolems baut. Und ihr seht hier einen alten Mann, den alten Lausius in seiner Ecke schnarchen. Lausius ist eine Figur, die ihr auch vielleicht aus den anderen Dorfgeschichten kennt. Ein verrückter, genialer Erfinder, der viele kluge Ideen hat, aber auch ziemlich verwirrt ist und ziemlich durcheinander und der den ganzen Tag eigentlich in dieser Bibliothek über irgendwelchen merkwürdigen Ideen brütet und manchmal dabei einschläft. Du willst einen Schneegolem bauen? Fragt Muffy. Psst, nicht so laut, sagt Nano, denn er will natürlich nicht, dass die Erwachsenen davon was mitkriegen, sonst gibt's bestimmt wieder Ärger. Er hat also das Buch gefunden, wo drin steht, wie man einen Schneegolem baut. Das wisst ihr wahrscheinlich alle, das ist gar nicht so schwierig. Man braucht einfach einen Kürbis. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Fragt Muffy. Und zwei Schneeblöcke. Die findet Nano oben auf einem Berg. Muffy allerdings vermute, dass das garantiert wieder Ärger gibt. Und da hat sie vermutlich recht. Was sie allerdings noch nicht ahnt, ist, wie viel Ärger aus dieser Idee wirklich entstehen wird. Nano befolgt also die Anweisung in dem Buch und stapelt die beiden Schneeblöcke aufeinander und setzt zum Schluss den Kürbis oben drauf. Und was passiert dann? Diejenigen von euch, die das schon mal gemacht haben in Minecraft, wissen das natürlich. Dieser Schneegolem wird lebendig. Allerdings findet Muffy das gar nicht so eine gute Idee. Lass das lieber, sagt sie. Margolis ist gerade bei ihr. Und sie meint damit Birta, die ihr hier sehen könnt. Umso besser, findet Nano. Also macht er das, der Golem wird lebendig und fängt an, mit Schneebällen zu werfen. Margolis und Birta sind entsetzt. Rette sich, wer kann! Hilfe, ein Monster! So gefährlich ist das Monster natürlich nicht, aber es ist schon ganz schön nervig. So ein Schneegolem kann schon ziemlich viel Chaos anrichten. Das findet Nano natürlich super. Er kichert, während Muffy sagt, auweia. Und es kommt, wie es kommen muss. Birtas Geschrei alarmiert Nanos Vater Primo, Muffys Vater Kolle und den Golem Asimov. Und jetzt gibt es hier einige Action. Gemeinsam bekämpfen sie den Schneegolem. Alarm, Alarm! Ruft Birta. Monster greifen das Dorf an! Asimov findet es gar nicht gut, dass es andere Golems im Dorf gibt. Oh nein, ein Schneegolem! Er macht sich aber vor allen Dingen Sorgen, dass es wieder Rostflecken geben könnte. Primo kommt in voller Rüstung und Schwert und sagt, wo kommt der denn auf einmal her? Und Kolle wird sofort wütend beim Anblick dieses Monsters und stößt ein fieses Ah aus, um ihn dann sofort zu verprügeln. Jetzt wird auch Nano klar, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, dieses Chaos anzurichten. Muffy findet, lass uns lieber verschwinden. Er möchte noch ein bisschen zugucken, aber er merkt wahrscheinlich auch schon selber, dass auf Dauer hier nur Ärger bei rauskommt. Als ob es hier nicht schon gut genug durcheinander gäbe, sagt Asimov.
Primo überlegt, wer könnte den Schneegolem gebaut haben? Und Colles Vater, Colle, Muffys Vater ist immer noch wütend und sagt, ah, wenn ich den erwische. Und jetzt merkt Nano, ups, vielleicht sollten wir doch lieber abhauen. Die beiden machen sich also auf den Weg und versuchen zu verduften. Primo allerdings bemerkt das. Da hinten war eine Bewegung. Los, hinterher! Na, warte, sagt Colle. Mist, mein Vater hat uns entdeckt. Schnell, wir müssen uns irgendwo verstecken, stellt Nano fest. Und Muffy wusste natürlich von Anfang an, dass das so kommen würde. Ich hab's ja gewusst. Das Dorf, in dem die Geschichte spielt, ist von einem Fluss umgeben. Also gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, wegzulaufen. Auf einer Seite ist auch noch eine Schlucht. Also landen die beiden früher oder später am Flussufer. Zum Glück, zumindest glauben sie, dass das Glück ist, liegt dort das Boot des Fischers Olo. Los, da rein, sagt Nano. Muffy folgt ihm, als er reinspringt, denn das ist die einzige Versteckmöglichkeit, die die beiden finden. Und es klappt tatsächlich. Mist, wer immer das war, hat sich anscheinend in Luft aufgelöst, sagt hier Primo, zumindest glaube ich, dass das Primo sagt. Oder er ist ins Meer gesprungen, stellt Colle fest. Und Asimov ist natürlich der Ansicht, dass Wasser was ganz Schreckliches ist. Und sagt, Igitt. Nano flüstert, kein Wort. Aber Muffy hätte sowieso nichts gesagt, denn sie weiß natürlich, dass sie jetzt nicht erwischt werden möchte. Puh, das scheint ja nochmal gut gelangen zu sein. Nach einer Weile, ich höre nichts mehr. Meinst du, sie sind weg? Sagt Nano. Lass uns lieber noch ein bisschen warten, meint Muffy. Sie warten noch ein bisschen und dann fragt sich Muffy, wieso wackelt das Boot eigentlich so komisch? Oh je. Yeah. Da stellen sie fest, dass sie abgetrieben sind, mitten auf dem Meer und dummerweise die Paddel am Ufer noch liegen. Das heißt, sie haben jetzt gar keine Möglichkeit, irgendwie sich voranzubewegen und sind mitten und einsam und allein auf dem Wasser. Wo soll das noch hinführen? Jetzt kommt zu allem Überfluss auch noch ein starker Wind auf und treibt sie weiter hinaus. Wieso hast du die Ruder nicht mitgenommen? Sagt Nano. Wieso ich? Du bist doch zuerst in das Boot gesprungen, antwortet Muffy. Nützt aber auch nichts mehr, weil die Paddel sind nun mal nicht mehr da. Der Wind treibt das Boot weiter aufs Meer hinaus und die beiden fragen sich, was machen wir jetzt? An Land schwimmen? Kannst du denn überhaupt schwimmen? Nö, du? Tja, so viel also dazu. Mit dem Schwimmen wird das nix. Nachdem die beiden stundenlang auf dem Meer getrieben sind, wird das Boot schließlich ans Ufer einer kleinen Insel gespült. Und zwar mit so viel Schwung, dass es dabei auch noch zerbricht. Kabom. Na toll, das Boot ist in Trümmern. Aua. Tja, die beiden fühlen sich nicht so besonders glücklich. Soweit kommt es, wenn man im Unterricht Unsinn verzapft und Birte ärgern will, dann landet man plötzlich auf einer einsamen Insel und hat keine Möglichkeit mehr, einfach so zurückzukommen. Jetzt müssen wir für immer auf dieser Insel bleiben, vermutet Muffy. Nano findet das gar nicht so schlimm. Ist doch cool, dann können wir uns wenigstens die Erwachsenen nicht mehr rumkommandieren. Muffy macht sich natürlich zu Recht Sorgen. Und was, wenn es hier Monster gibt? Ha! Sagt Nano, hier gibt es keine Monster. Und wenn, werden wir schon mit denen fertig. Man kann hier, wenn man genau hinschaut, sehen, dass das natürlich Quatsch ist, dass es da keine Monster gibt. In Minecraft gibt es, wie ihr wisst, überall Monster, besonders auf einsamen Inseln. Und solche Monster wie der Creeper hier, die sind auch gar nicht so lustig. Nano und Muffy beschließen also, die Insel zu erkunden. Vielleicht finden wir einen Schatz, sagt Nano und sieht das Ganze also immer aus der positiven Seite. Er freut sich über Abenteuer, er möchte ein Abenteurer werden, genau wie sein Vater, und denkt immer nur an Schätze und großartige Heldenschlachten, die er gewinnt, während Muffy da ein bisschen realistischer ist und natürlich ahnt, dass das alles nicht so einfach wird und sich fragt, wie bin ich hier bloß hineingeraten? Ja, soviel vielleicht erstmal als erster Einblick in diese Geschichte. Ihr könnt euch vorstellen, dass auf dieser einsamen Insel noch einige unangenehme Überraschungen auf die beiden warten und sie auch einige spannende und interessante Begegnungen erleben werden.
die den beiden schon zeigen, dass es vielleicht nicht so klug war, diese überhastete Flucht zu machen, aber auf der anderen Seite auch mit einer ganz interessanten neuen Erfahrung enden. Und vielleicht interessiert euch ja, wie die Geschichte weitergeht, dann könnt ihr das gern selber lesen. Ich freue mich auch, wenn ihr mir auf meinem Blog dazu einen Kommentar hinterlasst oder mir eine E-Mail schreibt und mir schreibt, wie ihr das gefunden habt oder ob ihr vielleicht noch Fragen dazu habt. Es wird auf jeden Fall auch noch weitere Bände dieser Geschichte geben mit Nano und Muffy, die weiterhin so toll gezeichnet werden von Philipp Ach. Ein Band haben wir schon fertig, der erscheint aber erst im nächsten Jahr. Ihr müsst euch also noch ein kleines bisschen gedulden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch dafür interessiert und wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Kinderbuchfestival mit den vielen anderen tollen Büchern, die hier vorgestellt werden und mit dem Lesen an sich.